Die Stadt Mannheim. Sie ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Doch die badische Industriestadt hat auch eine vielschichtige kulturelle Prägung. Viele Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens und sind auf der Suche nach Antworten. Die Frage nach Gott spielt plötzlich eine Rolle. In den letzten Wochen sieht man daher verstärkt Plakate auf Mannheimer Straßen, um auf Gott aufmerksam zu machen. Durch Großplakate, Megaleitposter machen wir Gott zum Gesprächsthema. Menschen, die in die Stadt rein und rausfahren an den Bundesstraßen, sehen diese Plakate. Sie fragen sich, was ist das? Nach einer Woche fangen dann an, die lokalen Gemeinden und Christen, ihre Kollegen, Nachbarn darauf anzusprechen. Gott kennen, habt ihr diese Plakate gesehen? Hast du das gesehen? Man kommt über Gott ins Gespräch. Also diese Aktion, diese Stadtaktion Gott kennen Mannheim ist ja eigentlich eine zweigleisige Aktion. Es ist einmal eine Internetaktion, deshalb eben diese Internetadresse Gott kennen Mannheim. Und auf der anderen Seite ist es eine missionarische Aktion, die auf die Straßen geht, wo insgesamt 25 Gemeinden hier in Mannheim sich zusammengeschlossen haben für diese Aktion, um auf Events auf der Straße aktiv zu werden, um Menschen hier in Mannheim mit Gott einfach näher in Berührung zu bringen, dass die Leute darüber nachdenken, wäre das was für mich auch, Gott ein bisschen besser kennenzulernen. Und in so einer Multikulti-Stadt wie Mannheim mit 160, 180 verschiedenen Nationen, denke ich mir, ist das wirklich ein Feld, wo noch viel Menschen Gott kennenlernen können. Auf der Internetseite gottkennenmannheim.de erhalten Menschen die Möglichkeit, erste Informationen über den Glauben und über den Gott der Bibel zu erhalten. Doch im Vordergrund steht hier der persönliche Kontakt zu den Menschen. Dafür organisieren die Mannheimer Kirchen, Gemeinden und Werke gemeinsame Stadtaktionen. Wir laden nachher Menschen ein, wir gehen auf sie zu mit einem Kerzchen in der Hand und sagen, ob sie Lust haben, in die Kirche zu gehen. Und viele kommen dann, wir haben das schon öfters gemacht, viele kommen. Wir sind in HDH, Haus des Herrn Mannheim, und machen hier eine Aktion, wo die einen schminken, die anderen verschenken Sachen und reden nebenbei von Jesus. Wir haben viele Menschen auch anderer Sprachen hier. Und dass wir auch die Bibel in verschiedenen Sprachen dieser Welt, also auch hier Türkisch und in slawischen Sprachen, auch Italienisch, Spanisch und so weiter anbieten, auch bis Russisch, Arabisch. Und dann ist erstaunlich, wie viel wir von diesen fremdsprachigen Bibeln auch immer wieder weitergeben können. Also unsere Stadt braucht Jesus, bin ich mir ganz sicher. Und Menschen brauchen Hoffnung. Und wir erleben in der Jugend einen riesengroßen Hunger nach dem, was echt ist, einen Hunger nach Gott und nach Werten und nach Sinn. Und ich glaube, dass die Bibel und dass der Glaube an Gott es geben kann. Gottkennen.de ist für mich ein wahr gewordener Traum, weil dafür kämpfen wir seit 20 Jahren auf dem Sommerlager, dass Gemeinden vergessen, dass sie unterschiedlich sind und eine Richtung sehen. Mit den vielen unterschiedlichen Veranstaltungen bei den Stadtaktionen wird gezielt auf die Webseite gottkennenmannheim.de hingewiesen. Denn hier haben die Besucher der Seite auch die Möglichkeit, völlig anonym und unverbindlich mit einem sogenannten E-Coach per E-Mail ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen oder Probleme zu besprechen. Also ein E-Coach ist ein Mensch mit einem Herz für Jesus und ein bisschen Lebenserfahrung, der einfach ansprechbar ist für die Fragen und Nöte der Menschen in der Region. Wenn sich jemand auf der Webseite von Gott kennen für Gott interessiert, findet er dort ein Kontaktformular. Dort kann er seine ersten Anfragen formulieren und dann wird bei Campus für Christus koordiniert, von wo die Anfrage kam und wer dann regional in der Nähe der nächste E-Coach ist, der einfach da gut antworten kann. Diese 25 Gemeinden, Gemeinschaften, Werke, die hier zusammenwirken, wirken in dieser Form erstmalig in dieser Stadt zusammen. Sonst ist die Kooperation auf wenige Gemeinden beschränkt und wir hoffen sehr, dass die Kooperation der verschiedenen Gemeinden und Kreise auch über diese Aktionszeit hinausgeht und auch damit die Gemeinden in Mannheim stärker verbindet, auch für ein gemeinsames Zeugnis in der Stadt. Gott kennen Mannheim ist eine Initiative von Campus für Christus, einem christlichen Missionswerk. Mannheim ist nach dem sächsischen Chemnitz die zweite Stadt, in der eine Stadtaktion mit der dazugehörigen Internetseite durchgeführt wird.
Allein in Chemnitz besuchten über 4.600 Menschen die Website gottkennenchemnitz.de. Im Ergebnis trafen 76 Menschen eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus und fanden in einer der zahlreichen Gemeinden der Stadt ein neues Zuhause. Und auch in Mannheim sind die Gemeinden dafür bereit.